Und die treffe ich jetzt gleich zum Interview, was ich ziemlich cool finde, weil ich schon immer mal ihre Zahnlücke aus der Nähe betrachten wollte. Hallo! Hi, Georgia. I'm just nice to meet you. You'll be filming everything today. Okay. What do you prefer more? Is it like walking the catwalk or actually sitting front row? I prefer walking it. Really? Yeah. Because you don't have to see the people, or what is it like? Yeah, if I walk it, then there's a lot of time getting ready, but then I only have to be on the spot for a couple minutes. Whereas if I sit front row, then I have to have my picture taken the whole time. Do interviews and all that kind of thing. Yeah. So I'd rather just do the 2 minutes rather than the 2 hours, so yeah. Obviously you have great lips and you're wearing lipstick all the time. Do you have the ultimate lipstick tip for us? Good lipstick tips would be to exfoliate your lips before you put on lipstick so that it doesn't go into the creases of your mm-hmm. mouth, and then to use lip liner underneath to make it stay. Mm-hmm. And then to put powder over the top also to make it more matte. Okay. I never did that. Thank you for that. Okay, and yeah, thank you. Thank you so much. You had a great day. Thank you. Auf dem Weg in den Westen, und zwar zur Show von Philippa K. Die ist am Kudamm. Das ist wirklich auf der anderen Seite der Stadt. Wir sind mitten im Abendverkehr und ich hoffe wirklich, dass wir es schaffen. Wir haben noch genau 8 Minuten, bis die Show beginnt, und wir haben die Hälfte der Strecke geschafft. Also läuft. What do you think is so attractive for Germans when it comes to Scandinavian design? I think there might be something that usually Scandinavian design is quite wearable, and that we think about your everyday life and what you need, and that things should be flattering and comfortable. But the inspiration is usually the woman that we dress, and this time we really wanted to bring the femininity into the minimalism that we do. That's our style and our language of design. Bei der Show von Achtland, die findet diesmal im Bärensaal statt. Das ist eine wunderschöne Location, total angemessen für die beiden Jungs, und ich bin wirklich, wirklich gespannt. Ich glaube, das ist meine Lieblingsshow und ich freue mich sehr. Das Gefühl, gerade seitdem die Großen weg sind, Hugo Boss, Escada etc., liegt die Hoffnung jetzt auf Achtland, auf euch Jungs, ja, um hier die deutsche Mode zu retten. Ich glaube, da sind wir in besser Gesellschaft von ganz viel gutem deutschen Designtalent, und wir können uns da ganz gemütlich in die Riege derer, die da sind, schon eingliedern. Was haben wir denn heute gesehen in der Kollektion? Das war ja sehr aufregend, weil noch viel, viel mehr gezeigt wurde, hatte ich das Gefühl, als im Sommer, auch eine viel größere Kollektion. Ja, interessanterweise sind es, glaube ich, nur mehr Ideen gewesen. Wir haben uns versucht, wir hatten 2 mehr Looks, glaube ich, als im Sommer. Und die Idee war, der Achtland-Blume oder der Rose aus dem Sommer ein paar Dornen zu geben und es ein bisschen härter werden zu lassen und uns so ein bisschen auf unbekanntem Terrain für uns zu bewegen. Sie soll so ein bisschen wie ein großes Emblem, wie ein Wappen wirken auf diesen Looks, von denen ich immer behaupte, dass es schön wäre, wenn sie auch mit einer Frau mit einem Speer in der Hand funktionieren, um so ein bisschen so eine Ja, das funktioniert mit den deutschen Frauen bestimmt wahnsinnig gut. Also ich meine, ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Das war's mit dem heutigen Diary. Ich bin geschafft ohne Ende. Morgen geht's aber weiter, und zwar mit Baronoir, unzähligen Interviews und Malaika Reis.